Hallo, Dennis hier von Tappe.de und heute kommt der allerletzte Wochenrückblick in diesem Jahr, nämlich für die Kalenderwoche 52. Da mein Kollege Daniel gerade im Urlaub ist, werde ich euch noch ein zweites Mal beglücken oder belästigen. Das müsst ihr selber entscheiden. Wir kommen jetzt erstmal zu den Themen, die wir haben, und zwar sämtliche Gerüchte um das Apple iPad 3 und das neue Tablet von Acer Iconia, das ist das A700, und wie das Jahr für mich so war und was ich so ein bisschen aus den Geräten so herausgefunden habe. Doch zunächst einmal wenden wir uns den Apple-Gerüchten zu. Ich habe auch schon einen Artikel geschrieben, einen kleinen Kommentar, so eine Analyse. Und zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das iPad 3 aussehen könnte. Und ich fasse es einfach so mal kurz für euch zusammen. Das iPad 3 wird ein 9,7 Zoll Display haben. Es gibt keine 7 Zoll Variante. Die Auflösung wird hochpoliert, entweder auf 1920x1200 Pixel oder auf 2048x1536. Es wird ein Quad-Core verbaut sein, der heißt Apple A6 und wird teils von Samsung hergestellt. Außerdem wird eine 8-Megapixel-Kamera, wie auch im iPhone 4L, verbaut sein. Zudem gibt es 1 GB Arbeitsspeicher und iOS 5 ist drauf installiert. Das Gerät wird nicht im Januar auf den Markt kommen, sondern am 24. Februar, was auch den Geburtstag von dem verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs widerspiegelt. Doch nicht nur Apple baut richtig gute Tablets, sondern auch Acer und Asus. Jetzt gehen wir mal auf Acer. Nachdem das IconiTab A200 geleakt ist und vorgestellt wurde, kommt das nächste Tablet, das heißt A700 vermutlich. Das soll ein Full-HD-Display haben, mit einer Größe von 10,1 Zoll. Und außerdem ein 4-Kern-Prozessor, Tegra 3, 1 GB Arbeitsspeicher, Festplatte, der Speicher ist noch nicht bekannt, aber 1 GB Arbeitsspeicher gilt als relativ sicher. Die Akkulaufzeit soll sogar ungefähr um die 10 bis 12 Stunden betragen. Hört sich sehr gut an, das Gerät, könnte dem Asus John Summer Prime sehr starke Konkurrenz machen, vor allem einfach, weil das Tablet im März dann garantiert verfügbar sein wird, wobei beim Asus John Summer Prime einfach das Problem ist, dass sie sagen, ja, es kommt vielleicht vor Weihnachten, dann jetzt nach Weihnachten immer noch nicht. Ende Dezember, ja, wurde es ein paar ausgeliefert, aber auch nicht an alle. Einfach zu viel Rumgelaber. Das schreckt die Käufer ab und dann machen sie lieber und kaufen sich dann ein richtiges Tablet mit der richtigen Firmenpolitik oder Informationspolitik, die dann auch einfach eins sagen, so, wir haben das, das und das, das, das und das und dann kommt dies und das und jenes dran und das können wir nicht, aber dafür können wir das machen. Und nicht so wie, ja, vielleicht unter Umständen, möglicherweise wäre nach einiger Zeit. Interessiert keinen. Asus, da habt ihr richtig Scheiße gebaut. Jetzt seht es einfach ein und da müssen wir es mal belassen. Weitere News im Überblick. Und zwar feiert Android gerade 3,7 Millionen Aktivierungen nur am 24. und 25. Dezember. Für all diejenigen, die sich auch ein Smartphone gekauft haben mit Android, bei unserem Channel gibt es ein Tutorial, mit dem wir euch versuchen näher zu bringen, wie ihr euer Android-Gerät einrichten könnt und schon die ersten paar Sachen durchführen könnt. Außerdem ist das Samsung Galaxy S3 geleakt. Daten, 1,8 GHz Dual-Core-Prozessor, eine starke Grafikkarte, 1 GB Arbeitsspeicher und es soll ein Super AMOLED HD-Display haben. Also es hört sich richtig gut an und wird das Samsung Galaxy S2 ablösen und vermutlich eines der besten Smartphones der Welt sein. Damit hätten wir dann schon in der Top 10, Top 3 Liste Samsung Galaxy Nexus, Galaxy S2 und Galaxy S3. Beziehungsweise Galaxy S3 wäre vielleicht sogar noch über beiden, aber das sehen wir dann erst, sobald das Gerät auf dem Markt ist. Was ich ungefähr schätze, Ende ersten Quartal, Anfang zweiten Quartal von 2012. Ich hoffe, es sogar noch ein bisschen früher rauskommt. Ebenfalls das zu feiern hat Microsoft, denn es wurde erst vor kurzem die 50.000. App auf dem Windows Phone Market hochgeladen. Somit bildet sich das Windows Phone 7 aus der Nische eines Pseudo-Hippie-Smartphone-Betriebssystems heraus und wird langsam richtig erwachsen und wenn noch mehr Apps dazukommen, kann es wirklich Android und iOS Probleme bereiten. Das nächste, apropos Android, das Samsung Galaxy Note wurde bisher 1 Million Mal verkauft. Mein Kollege Daniel hat übrigens ein Review dazu gemacht, das ist sehr empfehlenswert. Schaut sich am besten gleich nach diesem Video an. Und zu diesem Galaxy Note muss man sagen, es ist noch nicht in den USA erhältlich.
Das zeigt wieder mal, dass der US-Markt nicht so groß und riesig ist, wie alle denken, weil 1 Million Galaxy Note-Geräte in der kurzen Zeit, wo es überhaupt verfügbar ist, ist schon eine beachtliche Leistung von Europa und Richtung Asien. Dann kommt das Jahr 2011, für mich einen ganz kurzen Rückblick. Wir haben das iPad 2, Asus Transformer und viele weitere Tablets, die richtig gut sind und auch wirklich konkurrenzfähig sind. Und es kommt mittlerweile nicht mehr darauf an, ja, das hat den besten Prozessor, sondern es kommt mittlerweile darauf an, wie sich die Firmen dann im Nachhinein darum kümmern. Wie sieht es mit Updates aus? Wie sieht es aus mit besonderen Funktionen, die das Gerät hat? Zum Beispiel das HTC Fly hat nur einen 1,5 GHz Single-Core-Prozessor, aber dafür hat man auch so einen Stift gehabt, der richtig cool war. Auf der anderen Seite haben wir das Acer Equinetab A100, was dann richtig leicht und klein war, aber auch wirklich eine gute Leistung hatte und auch sehr günstig war. Das sieht man auch einfach, dass die Tablets mittlerweile richtig massentauglich geworden sind. Und das geht allerdings auf die Kosten von Notebooks und Netbooks, die mittlerweile in den Verkaufszahlen immer schrumpfen. Ansonsten ist nur zu sagen, dass ich im August von einem früheren Blog von mir zu tablet.de gewechselt bin. Und ich möchte nochmal mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Daniel bedanken, der mich so gut aufgenommen hat und mir so weit geholfen hat, dass der Übergang für mich sehr reibungslos verlief. Und ich schalte auch gleich zu ihm und dann sagt er, wie das Jahr 2011 für ihn war und für Tablet war und wie das Jahr 2012 werden sollte. Ja, das Jahr 2011 war ein voller Erfolg für Tablet.de und ich möchte das hier nochmal kurz zurückblicken auf das Jahr 2011, das so langsam zu Ende geht. Und gestartet hat Tablet.de mit einem neuen Design, das auch jetzt immer noch weiter verbessert wird. Und dann gab es natürlich die Cebit, wo ich leider nicht hin konnte. Aber wo ich hin konnte, war zum Beispiel die IFA. Und die IFA war trotz meines Armbruchs, der ein bisschen dämlich war, auf jeden Fall ein voller Erfolg, denn zum Beispiel allein das Samsung Galaxy Note versus das Samsung Galaxy S2 Video bekam über 150.000 Views in den letzten knapp 3 Monaten. Dann natürlich auch Dennis. Dennis, ich möchte hier nochmal dir danken für deine frischen Ideen, wie zum Beispiel den Wochenrückblick, den ihr hier gerade schaut. Und ja, dann haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Testgeräte bekommen. Insgesamt waren das 13 Stück bei mir und einige auch bei Dennis. Und 410.000 Views haben wir insgesamt bei YouTube erreicht und 97 neue Abonnenten sind hinzugekommen. Das ist, denke ich mal, doch eine ganze Menge und ich bin da wirklich sehr, sehr stolz drauf. Ja, 2012, wie geht es weiter? Auf jeden Fall haben wir unsere Stärke in YouTube erkannt und möchten noch mehr Videos bringen, noch mehr Testgeräte zeigen, noch mehr Wochenrückblicke. Naja, das wird vielleicht schwierig, aber auf jeden Fall noch bessere Berichterstattung bieten. Aber natürlich auch Berichte im Blog möchten wir schreiben. Vor allem Berichte, die uns selber sehr interessieren und nicht immer nur News, die ihr im Grunde auch woanders nachlesen könnt, wie zum Beispiel in unserem Wochenrückblick nachschauen könnt. Ja, das war ein kurzer Wochenrückblick bzw. Jahresrückblick. Bin schon ganz durcheinander. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr 2012 und ich denke, ihr könnt euch mindestens genauso freuen, denn es wird super spannend. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bitte nehmt es nicht persönlich und ich freue mich jetzt auch schon, euch ankündigen zu dürfen, dass nächste Woche wieder Daniel das Wochenreview-Rückblick Nummer 1 2012 machen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, Dennis Wagner.